Hallo, nochmal guten Morgen. Ich bin die Iris Heinen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Morgen, Freitag. Und ich hoffe, Sie werden einen kurzweiligen Freitagmorgen mit mir und unserem Gast erleben. Hier kommt die Frage, ob es aufgenommen wird. Also wenn von meiner Seite hier kein technischer Fehler unterlaufen ist, dann dürfen Sie sich auf eine Aufzeichnung freuen, die wir immer auch in unserer Playlist vom Friday Traders Club auf der YouTube-Seite von WH Self Invest veröffentlicht wird. Aber diesmal auch bei Investui. Warum? Das werden wir heute noch vertiefen. Ich lese gerade, dass wir irgendwie eine verwirrende Zeitangabe hatten, irgendwie 8 bis 9:30 Uhr. Dem werde ich natürlich nachgehen und dann werden wir das in Zukunft auch besser machen. Ich hoffe, an allen und Stellen war sonst die richtige Uhrzeit dabei. Und wenn ich mir anschaue, wie viele heute Morgen sich die Zeit nehmen, ja, dann muss es irgendwo auch ganz gut dokumentiert gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Das verspricht einen interaktiven Vormittag. Mein Name ist Iris Heinen. Ich bin seit 13 Jahren Mitarbeiterin von WH Self Invest und führe Sie heute durch dieses Sonderwebinarformat von WH Self Invest. Für alle, die uns, mich noch nicht kennen, würde ich mir auch zur Hinleitung des heutigen Themas und auch zur Hinleitung zu unserem heutigen Gast gerne ein paar Minuten Zeit nehmen. Ich versuche es schnell zu machen, damit wir dann auch möglichst schnell ja, zu unserem Gast einfach kommen. Ja, WH Self Invest, da sind Sie heute gelandet. Das W und das H stehen das sind die Initialien unserer Geschäftsführer und ja, die 1998 den Online-Broker WH Self Invest gegründet haben. So ein bisschen steckt unsere Philosophie schon in dem Self Invest drin. Es geht darum, dass wir die aktiven Trader unterstützen und da die besten Rahmenbedingungen für diejenigen bilden wollen, die ihre Anlagen selbst machen wollen. Also vorzugsweise CFDs, Futures, US-Aktien, Optionen. All das ist unser Portfolio und hier versuchen wir, und da habe ich immer ganz gern auch das Beispiel eines Ausstatters beim Fußball. Wir sind nicht die Spieler und wir sind auch nicht die Trainer, aber wir sind diejenigen, die versuchen, dass Sie, in dem Fall der aktive Trader, die besten Rahmenbedingungen hat, um ihre Strategien, um ihren Plan bestmöglichst umzusetzen, dass sie planmäßig vorgehen können für das, was sie sich auch vorgenommen haben. Dass wir das ganz gut machen, sieht man auch in den Auszeichnungen auf unserer Internetseite, sei es jetzt, ob es die Plattform ist, ob es der Kundenservice ist, die Orderausführung, das Preis-Leistungs-Verhältnis, all das scheinen wir gut zu machen. Was wir aber auch scheinbar ganz gut machen, sind ja unsere Fortbildungsprogramme. Da sind wir aber nicht diejenigen, die Ihnen sagen, wie funktionieren Futures oder die Futures-Märkte, sondern da haben wir auch immer Gäste, die mit uns in den Webinaren, Seminaren und den anderen Formaten uns unterstützen. Und das hier ist ein Sonderformat der Friday Traders Club. Hier wollen wir Ihnen immer mit dem Gast auch eine interaktive Plattform im weitesten Sinne bieten, dass man mal ein Thema etwas breiter, aber auch etwas detaillierter machen kann. Das heißt auch, dass wir WH Self Invest, und jetzt komme ich schon ein bisschen zu der Überleitung. Seit 1998 und der geneigte Leser, dem fällt sofort auf, wir feiern dieses Jahr 25-jähriges Unternehmensjubiläum. Finde ich sehr, sehr erwähnenswert. Das werden wir auch dieses Jahr auf der World of Trading in Frankfurt entsprechend feiern, haben aber auch schon eine Roadshow gemacht. Also da versuchen wir dieses Jahr auch mit Ihnen, mit den Kunden und Interessenten dieses schöne Datum, diese Zeit auch gebührend zu feiern. Wir haben seit 1998, so will ich es mal nennen, wirklich das Ohr am Kunden. Also wir kriegen mit, was gerade der aktuelle Hype ist. Es ist jetzt Volumentrading, Krypto, all das kriegen wir mit. Das adressiert man auch an uns. Das versuchen wir auch immer schnellstmöglichst oder bevor es zum Hype wird, auch anzubieten. Wir wissen, was gewünscht wird. Wir wissen aber auch, was nicht funktioniert. Und das ist ein Punkt, also dass wir einfach über die Jahre hinweg in diesen persönlichen Gesprächen auch immer sehen,
dass die kleine Sekunde, dass Dinge nicht funktionieren, dass der Erwartungswert einer Strategie oder auch der an sich selbst eben nicht erfüllt wird. Und da gibt es vielfältige Gründe, da komme ich gleich nochmal zu. Aber es ist auf jeden Fall ein Themenkomplex, mit dem wir sehr vertraut sind, warum Dinge eben nicht funktionieren, obwohl man sie sich vorgenommen hat. Und aus diesem Themenkomplex, was alles damit reinspielt, kann ich Ihnen sagen, wurde immer stärker, immer lauter auch der Wunsch innerhalb unseres Kundenkreises an WH Self Invest adressiert. Habt ihr nicht irgendetwas mit all den Qualitäten, die ihr habt, dass ich es nicht mehr machen muss? Also nicht, dass man das alles aufgibt, ne? Also man will sich auf der einen Seite weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite will man aber auch eine Erleichterung. Etwas, was man nutzen kann, sich selbst nicht kümmern muss, etwas Systematisches. Ja, da haben wir uns halt überlegt, wir sind jetzt nicht das Unternehmen, was dafür steht, einen ETF aufzulegen oder einen Fonds oder irgendwas in dieser Hinsicht zu machen. Wir haben dann überlegt, wie können wir denjenigen, die das an uns adressieren, etwas liefern, aber mit der Qualität, die wir bei WH Self Invest haben, ohne jetzt einen weiteren Signalservice anzubieten, ohne eine weitere eigene Strategie zu erfinden. All das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben etwas Einfaches umgesetzt. Wir haben einen Handelsservice entwickelt und ich sage bewusst kein Portfoliomanagement oder etwas in der Richtung, sondern es ist tatsächlich eine Dienstleistung, ein Service, der auf sogenannten Markteffekten basiert. Und das wird ja heute auch mit ein Thema sein. Und mit diesen Markteffekten haben wir etwas geschaffen, was es schon gibt, was es akademisch belegt gibt, wo es statistische Beweise gibt. Also, wir sind in der komfortablen Situation, uns zurückzulehnen und zu sagen, das gibt es, das ist belegt, das funktioniert nachweislich. Aber wir bauen einen innovativen Service darum. Und das ist das, was wir rund um die Markteffekte gemacht haben. Und das ist ein sehr systematisches Anlage. Und Markteffekte und darauf basierende Strategien sind sehr planmäßig. Sie funktionieren aufgrund von Timing. Und genau das ist es, was unser Service Investui auch ausmacht, dass wir genau diese Punkte, diese Parameter einer Strategie planmäßig umsetzen. Das machen wir seit 2020 für unsere Kunden. Das sind die zwei Welten, die ich Ihnen vorstellen wollte. Und wir haben ja, wie ich Ihnen schon sagte, immer einen Gast, der sich wie ich in diesen beiden Welten bewegt. Und dann darf ich mal den Dr. Raimund Schrieg vielleicht auch dazu bitten. Guten Morgen, Raimund. Guten Morgen, Iris. Guten Morgen, alle, die Hallo. zuhören. Ich freue mich, dass so viele dabei sind und Ja. ja, wie du das auch schon gesagt hast. Und ja, uns verbinden diese beiden Welten. Ich habe ja eine lange Geschichte mit WH Self Invest und als Investui auf den Markt kam, war ich beglückt, weil ich mich ja schon viele Jahre vorher mit Markteffekten auseinandergesetzt habe. Ich fand das immer schon spannend und diejenigen, die mich kennen, wissen, ich lebe am Meer. Da habe ich immer wieder die sich wiederholenden Bewegungen und Rhythmen einfach. Und ich habe in meinem ersten Buch Besser mit Behavioral Finance, ich glaube 2009 ist es, die erste Auflage rausgekommen, habe ich damals schon darüber geschrieben, als ein Aspekt, wie man Geld verdienen kann. Und damals hatte das noch gar nicht diesen Klang von heute. Heute ist das en vogue eigentlich, das zu tun, weil man weiß, es sind Effekte, die sind gut belegt, die Studienlage ist eigentlich noch besser, man kommt noch leichter an Informationen. Und ich finde es ein faszinierendes Produkt. Aber ich lasse dich jetzt erstmal nochmal weitersprechen, bevor ich hier in Euphorie verfalle. Und ich sage später natürlich noch einiges dazu. Ja. Du wirst hier übrigens persönlich gegrüßt von dem einen oder anderen. Oh Soll ich ja, dir guten egal. Morgen ausrichten? Ja, danke schön. Ja, also ich glaube, und dann muss ich Sie auch ein bisschen vorwarnen an alle, Sie haben hier zwei Personen, die wirklich leidenschaftliche Markteffektbekenner sind. Ich glaube, es gibt in ganz Deutschland niemanden wie dich und mich. Wir würden, ja, also das ist etwas, hinter dem wir beide stehen. Das werden Sie auch merken und
Das macht uns große Freude und auch die Vermittlung der Inhalte macht uns große Freude. Also wir brauchen uns gar nicht lange aufzuhalten. Wir beide bewegen uns in den beiden Welten. Ich habe das Bild des Brückenbauers gewählt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann gar nicht sagen. Ich will jetzt nicht als Bob den Baumeister hierher darstellen, aber es ist tatsächlich so. Für mich ist Brücken bauen oder bilden immer irgendetwas Hinführendes, was Verbindendes. Und das machst du im Kontext von WH Self Invest. Du bist ein Finanzcoach, du bist Autor, du bist Keyspeaker auf Messen. Also man erlebt dich mit deinen eigenen Ausbildungskonzepten. Du versuchst immer die Brücke zu bauen von dem eigenen Anspruch als Trader hin zur Umsetzung, ne? Also wachsen, entwickeln Veränderungen, also begleiten von A und B. Das ist so deine Aufgabe im Kontext WH Self Invest, da die Fallstricke, die persönlichen, zu erkennen und sich zu entwickeln. Und bei Investui muss ich sagen, sehe ich dich auch als Brückenbauer, aber dann weniger zum Trader, sondern auch zu uns. Also mit all deinem Wissen, mit deinen rhythmischen Kenntnissen, ob das Numerologie ist oder auch die Markteffekte, hast du in den letzten 4 Jahren immer die Brücke gebaut zwischen uns und den Kunden, weil was wir anbieten können, ist ein professioneller Service, aber du bist der Kenner, also du hast die Expertise über die Inhalte, die wir machen. Und da muss ich sagen, auch nach 4 Jahren herzlichen Dank und auch nochmal herzlichen Dank, dass du das Gerne. heute auch nochmal machst, zu der frühen Stunde. Ja, und das ist eigentlich das, was ich als Einleitung bieten wollte, damit Sie wissen, wo Sie sich bewegen, weil oftmals ja auch die Frage kommt, wie Herr Self Investui, wie steht das zusammen? Und ja, du bist da einfach auch, wie ich, so das verbindende Glied zwischen diesen beiden Welten. Und ich würde, wenn das für dich in Ordnung ist, einfach starten nochmal aus der Welt von WH Self Invest, ganz Na kurz klar. die Fallstricke des aktiven Traders zu nennen, um dann nochmal zu dem passiven Anteil, den Investui bietet, die Markteffekte, langfristige Anlage für Investoren, dass man einfach da nochmal sieht und dass du dann in das Thema Markteffekte im Detail nochmal reingehst. Und alle sind hier interaktiv heute gefragt. Wir haben uns mal was anderes überlegt, dass wir sie mit einbinden, also wie sie Markteffekte handeln können. Wo sind da die Fallstricke? Können wir da helfen? Raimund, ist das zu viel gesagt oder Nö, würdest du das das ist super ergänzen? und treffend. Ja, also Interaktion ist gefragt und wir würden uns freuen, wenn wirklich jeder und jeder an dieser Stelle mitmacht. Denn darauf kommt es ein Stück weit an. Denn je mehr mitmachen bei so einer Umfrage beispielsweise, desto klarer ist natürlich auch das Ergebnis und desto differenzierter können wir darüber sprechen. Also das steht außer Frage und Ja. außerdem hat es natürlich auch was damit zu tun, dass ich mich selber als derjenige oder diejenige, die zuhört, richtig einbringe und sage, ja, so ist das bei mir. Und manchmal muss man vielleicht einen Augenblick überlegen und manchmal gibt es vielleicht auch mehrere Antwortmöglichkeiten, wo man sagt, oh ja, das trifft schon bei mir zu. Und was uns ja alle verbindet, wir alle sind Menschen und wir machen alle letztlich die gleichen Dinge möglicherweise geschickter und manche Sachen eben auch ungeschickter. Und insofern, wenn es um Finanzangelegenheiten geht, lohnt es sich hinzugucken, denn jeden kleinen Schlamperle, was wir machen, das kostet uns am langen Ende Zeit, Geld und möglicherweise auch körperliche Anstrengung. Also, ich lasse dir jetzt erstmal die Bühne Ja, und cool. bin dann Genau. gleich Also, wieder da. ja, also ich würde mal meine Kamera wegmachen und mache gerade die 2 Folien, die ich mitgebracht habe. Und dann würde ich einfach dir komplett das Feld überlassen und wir legen los. Jupp. Also, ich hatte ja gesagt, ja, hattest du noch was gesagt, Raimund? Ich habe dir nur zugestimmt. Okay. Ja. Alles klar, das ist gut, das ist gut. Zustimmung ist immer gut. Vielen Dank. Ich mache es ganz schnell und ich kann mir vorstellen, dass Sie sich hier einfach wiederfinden. Ich habe eben gesagt, aus dem Kundenkreis kamen von WH Self Invest ja einfach die Rückmeldungen, ob es etwas gibt in Form eines passiven Investments oder ja, Investments, das folgende Probleme auch für den einzelnen Trader löst. Also, viele haben immer gesagt, ich verpasse vielversprechende Trades. Also man hat eine gute Strategie, aber ist dann doch nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ich handle falsche Positionsgrößen. Also manchmal fehlt auch einfach das Know-how, ne? Dass man zu große Positionen handelt oder falsch berechnet hat oder auch, dass man versucht, vielleicht Verluste mit zu großen Positionen dann auch wieder wettzumachen. Das war ein Punkt, der oftmals genannt worden ist. Hier schade ich mir immer selbst dadurch, dass ich falsche Positionsgrößen handle. Ich handle falsche Kontrakte. Gerade im Futures-Handel, ne, ist es natürlich wichtig, dass man weiß, ne, das sind Terminkontrakte, damit sind wichtige Daten auch verbunden, die mit physischer Lieferung einhergehen können. Ne? Also den einen oder anderen haben wir schon aus der Position rausnehmen müssen, dringend, weil er sich in die Gefahr einer physischen Lieferung bewegt hat. Dann, ich schließe meine Position zu früh. Ne? Also immer kleine Gewinne mitnehmen, die Verlierer aber ewig laufen lassen. Also aus einem kurzen Trade wird letztlich in Investitionen, aber bei den Gewinnern ist man irgendwie immer ganz schnell dabei, weil man auch auf eine ganz hohe Trefferquote vielleicht auch setzt und die einen zufriedenstellt, ne? Also, ne, Trefferquote spielt doch immer eine Rolle. Ich schließe Positionen zu spät, habe ich gerade schon gesagt. Das ist oftmals so. Vergesse sie. Wie oft haben wir bei uns verteilen wir Margin Calls, ne? Und dann rufen die Kunden an. Ich habe überhaupt gar keine Position. Warum kriege ich einen Margin Call? Muss man sagen, die Position haben sie seit dem und dem. Kann nicht sein. Doch, es wurde ein Stopp oder ein Limit liegen gelassen, ausgeführt. Ja, und danach wurde nicht mehr reingeschaut. Ich habe zu wenig Zeit. Also eigentlich hat man etwas, was einem gefällt, was einem ein Erfolg, erfolgsversprechend ist, aber man hat zu wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen und das zu professionalisieren. Ich habe zu wenig Know-how von Finanzinstrumenten, Plattformen, hat oben schon mit reingespielt, oder ich habe keine erprobte Strategie. Das ist eins der wesentlichsten Punkte, die man nennen kann, dass keine Strategie da ist. Zumindest es gibt keine Datenbasis, dass diese Strategie auch funktioniert. Oder die Strategie ist einfach zu speziell, dass man sie kaum und regelmäßig anwenden kann. Ja, und ich handle einfach zu viel. Zack, rein, rein, raus, rein, raus, ne? Hin und her, macht Taschen leer. Hört sich ein bisschen albern an, 5 € ins Phrasenschwein, aber das ist tatsächlich so. Man hat dann am Ende einen kleinen Gewinn gemacht, aber dadurch, dass man wirklich im Overtrading drin war, hat man ja das keine Rendite gehabt. Also eigentlich irgendwie hat man einen Plan, aber er geht nicht auf. Warum geht er nicht auf? Das sind so die Dinge, die wir wirklich aus Erfahrung aus dem Kundenkreis kennen. Und was letztlich mit ein Grund war, dass wir etwas anbieten wollten, das diese Punkte auch ja, löst, eine Lösung anbieten. Und ich mache es ganz kurz, weil jetzt sage ich jetzt mal, Investui selbst ja jetzt heute nicht im Ganzen das Thema sein wird. Aber man muss sich ja fragen, wir machen das mit Investui seit 2020. Wir haben langfristig gute Renditen erwirtschaftet. Wir nutzen ja wissenschaftlich belegte Markteffekte. Wir nutzen vier robuste Strategien darauf. Und wenn man seit dieser Zeit, seitdem wir es live machen, seitdem der offizielle Start von Investui ist oder auch im Backtest, haben wir kontinuierlich langfristig gute Renditen erwirtschaftet, sodass wir sagen, eigentlich, wenn man sich anschaut, also jetzt im Halbjahr, in diesem Jahr 33,2%, müsste das doch ein überzeugendes Argument sein, auch über die Zeit mit Markteffekten mehr machen zu wollen. Das ist auch so, also das Interesse wächst auch zunehmend, aber trotzdem ist immer noch so ein Verhalten, weil hier jetzt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau oder eine Gelddruckmaschine angeboten wird, aber man gibt das Geld uns, Investu, in die Hand und wir übernehmen das. Und ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen, trotz dieser guten Ergebnisse und trotz der statistischen Belege, immer noch so eine Hemmschwelle, das machen zu lassen. Obwohl man vielleicht von den Finanzzusammenhängen, die die Markteffekte bieten, überzeugt ist. Wir bieten eine gute Diversifikation. Also wir haben vier liquide Märkte, Gold, DAX und so weiter. Wir bieten eine Diversifikation über kurzfristige Positionen, also zu klassischen Buy-and-Hold-Strategien. Das ist unser Selbstverständnis. Wir machen im Monat rund 10 Trades nur, kein Overtrading. Im Jahr vielleicht so um die 130.
Kunden können ihr Risikoprofil wählen, defensiv, moderat oder aggressiv. Sie wissen jederzeit, wann was gemacht wird. Was, wie, wann, warum. Das bringen Markteffekte mit. Darauf kommen wir auch gleich noch. Und wir zeigen alle offenen Positionen in Echtzeit auf unserer Internetseite. Und wir traden mit. Wir sind immer mit im Boot. Wir gewinnen und verlieren mit unseren Kunden. Wir haben immer 4 Musterdepots, die laufen. Ein langfristiges, das sehen Sie hier, die Nettorendite seit 2020. Und die kurzfristigen, immer ein Futures und ein CFDs. Wir haben alles aus der Rendite rausgenommen, was diese verwässern könnte. Also keine Fixkosten und keine unangemessenen Gebühren. Und wir bieten das verwaltete Konto als Zusatzkosten an. Das ist das, was wir bieten. Das ist das, was wir glauben, ein fantastisches Angebot ist, wenn man aus dem aktiven Traden etwas in ein langfristiges Investment überführen will und trotzdem aber mit aktiven Anteilen, weil wir ja kurzfristige Strategien handeln. Da sehen Sie noch mal ganz kurz, was Investui ist. Und das basiert, wie gesagt, auf den Markteffekten. Und da würde ich sagen, bisher keine Fragen dazu. Da würde ich sagen, los geht's. Machen Sie aktiv mit. Wir haben den Dr. Raimund Schriek heute gefunden. Handeln nach Plan, wie Sie fehlerfrei den positiven Erwartungswert einer Strategie erwirtschaften können. Und jetzt tauchen wir in die Welt der Markteffekte ab. Und Raimund, ich übergebe dir mal den Bildschirm. Ja, das ist lieb von dir, Iris. Ich freue mich und eigentlich kann man an dieser Stelle schon sagen, wer die Kurve oder den Verlauf, die grüne Schlange, wie ich sie immer landläufig nenne, einfach über Jahre gesehen hat und auch seitdem es live ist, der sieht immer wieder, es kennt bis auf Seitwärtsphasen, die überall und immer vorkommen. Ernten können auch ausbleiben, wenn man es auch da was Rhythmisches sieht, wie wir einfach in diesem Bereich von Agrarprodukten unterwegs sind. So, ich gehe mal kurz auf von Beginn an und starte dann mit dieser Folie. Alle sollten jetzt eine Möwe sehen. Nochmal zurück zur grünen Schlange. Natürlich ist es klar, dass es auch, und wenn man die Zeitungen liest, wenn man sich umhört, kriegt man mit, was die letzten 3 Jahre hier in Europa und auch in der Welt so abgegangen ist. Und dennoch ist es eine recht interessante, stabile Kurve. Und das ist was wir auch immer im Hinterkopf behalten sollten. Das ist kein Investment von heute auf morgen, sondern wir sind auch eine gewisse Zeit darin involviert. Und sehen dann aber, dass sich Dinge auch auszahlen können. Ja, ich starte immer mit einem Foto von zu Hause. Hier eine aufgenommene Möwe, die uns in diesem Jahr, und jeder, der von mir schon ein Webinar oder auch einen Vortrag gehört hat, weiß, die Möwe ist am Anfang. Die soll uns ein bisschen darauf hinweisen, auch mal die Perspektive zu wechseln, auch mal was anders zu machen und vielleicht uns auch mal zu hinterfragen, wer sind wir denn, wie denken wir, wie fühlen wir und wie handeln wir vor allem? Und im Kontext mit Markteffekten, warum handeln wir sie möglicherweise nicht, obwohl die Zahlen klar auf dem Tisch liegen, obwohl die Wissenschaft über Jahrzehnte, ich kann jeden, der es sich wünscht, einfach auch Originalartikel publiziert in unterschiedlichsten wissenschaftlichen Journals zur Verfügung stellen. Und jeder, der sich die Mühe machen mag, kann selber auch sein eigenes Statistikprogramm anwenden und dann kommt man zu sehr klaren Ergebnissen. Und Iris hat schon vieles über mich erzählt. Insofern halte ich mich hier mal kurz und wir kommen gleich zur Sache. Trading nach Plan. Ja, es ist ein klarer Plan, Markteffekte umzusetzen. Mich fasziniert das seit mittlerweile, ja, ich würde mal sagen, 15, 20 Jahren, weil mich Rhythmen interessieren. Mich interessieren Wiederholungen und wir lernen rhythmisch zu leben. Wir essen zu bestimmten Tageszeiten, mehr oder weniger. Wir putzen vielleicht morgens und abends die Zähne. Wir haben einen Hell-Dunkel-Rhythmus. Wir haben einen Schlaf-Wach-Rhythmus. Wir haben einen Mondzyklus. Wir haben andere Zyklen, die auch in uns stattfinden, auf unterschiedlichen Ebenen, auch hormonell bedingt. Und wir haben natürlich, wie sollte es anders sein, auch in der Natur und in den Finanzmärkten Rhythmen. Eigentlich müssten wir nur hingucken, sie sichtbar machen und für uns nutzen.
Wenn man jetzt zum Beispiel Äpfel ernten möchte oder Kartoffeln, dann konzentriert man sich eher im Spätsommer oder Herbst darauf, um das ein oder andere aus dem Feld oder vom Baum zu holen. Man würde gar nicht im Frühjahr darauf kommen. Und letztlich ist es beim Trading beziehungsweise beim Markteffekte-Trading sehr ähnlich. Ich schaue, wann kann ich ernten? Ich kann nicht immer ernten. Ich habe auch mal, dass die Ernte nicht so stark ausfällt, aber ich weiß prinzipiell, wann es sich lohnt. Und darum geht es ein Stück weit. Und es geht auch darum, es so regelmäßig zu tun, dass ich nicht die Trades verpasse, die mir möglicherweise bei der Rendite einen erheblichen Vorteil liefern würden und gerade nur die mache, die, wo ich gerade Zeit habe, wo ich gerade dran denke, die mir dann möglicherweise eher die Minus-Trades bringen, sondern ich muss im Prinzip an der Stelle die Dinge sehr konsequent umsetzen. Das ist wie wenn ich beispielsweise die Mondscheinsonate auf dem Klavier spiele, da lasse ich auch nicht Seite 2 aus oder Takt 3 und Takt 5, sondern damit das Werk ein ganzes klares wird, bin ich von A bis Z konzentriert dabei. Und das ist oftmals nicht ganz so einfach, weil wir natürlich auch noch ein Leben neben dem Trading haben, ein Leben neben dem, sich um diese Rhythmen zu kümmern, um Finanzen zu kümmern und dergleichen. Und insofern ist der Investui-Service etwas, was ein wirklicher Problemlöser, ein Helfer ist, der mir was, wenn ich denn einmal dahinter stehe, an dieser Stelle das ermöglicht, was ich selber oft aufgrund meiner Lebensumstände zwar leisten möchte, aber gar nicht immer leisten kann. Und für mich ist die zentrale Frage, und das beschäftigt mich schon länger, warum wir Menschen eigentlich die Dinge, die wir erkennen, dass sie für uns gut sind, in dem Fall, dass sie möglicherweise für unsere Finanzen gut sind, dass wir sie nicht in die Tat umsetzen. Also was hindert uns denn daran? Und in diesem konkreten Fall natürlich, weil, und das hat Iris genauso gesagt, wie es ist, wir sind davon überzeugt, ich war schon davon überzeugt, dass, bevor es Investui gab, dass Markteffekte einfach eine coole Geschichte sind. Aber ich bin nach wie vor fasziniert, wie Investui das umsetzt. Denn das ist was, was es bis dahin nicht gab. Das ist eine Innovation. Und ich schreibe selten Newsletter, weil ich lieber aktiv mit Menschen unterwegs bin, als sie in irgendeiner Weise da mit Informationen, ja, die möglicherweise dann auch im Spam landen, zu beschallen. Aber da habe ich mich mal dazu hinreißen lassen, doch nochmal ein Newsletter zu schreiben, denn es ist für mich im Jahr 2020 die Finanzinnovation gewesen. Und Iris hat die Zahlen gesagt, wer von Anfang an dabei war und das zur Kenntnis genommen hat und auch gehandelt hat, der kann sich über eine gute Rendite in diesen Jahren auch freuen. Und selbst wenn man nur auf dieses Jahr mal guckt, was sich dann auch deutlich besser entwickelt hat als diese, ich sage mal, manchmal auch komplizierten, kleineren und größeren Krisen. Dennoch, Markteffekte funktionieren ein Stück weit natürlich auch unabhängig von Krisen. Aber klar hat das möglicherweise auch einen Effekt. Und wir sind hier heute einerseits interaktiv, ihr werdet es gleich auf der nächsten Folie sehen, Sie werden es auf der nächsten Folie sehen, wie man fehlerfrei Markteffekte handelt. Und da sage ich, hey, das ist ein Fall für Investui. Man kennt das von den früheren Krimis. Was weiß ich, Kojak, übernehmen Sie. Und ich denke mal hier, das ist ein Fall für Investui. Da kann uns jemand helfen. Also Investui, übernehmen Sie. Und wir schauen uns jetzt mal etwas an. Und ich bitte um wirklich, dass alle mitmachen und sich mal überlegen, was geht eigentlich in mir vor? Warum halte ich mich an dieser Stelle immer noch so ein bisschen zurück? Warum schaue ich zu? Und ich kenne das aus Zeiten vom neuen Markt. Da habe ich auch etliche Leute erlebt, die einfach immer nur zugeschaut haben, wie Aktien weiter gestiegen sind und sich am langen Ende geärgert haben, es dann doch nicht gemacht zu haben. Also, Frage 1 hier heute: Welche Gefühle haben Sie beim Trading schon erlebt? Und das Gefühl möglicherweise, dass ich es besser weiß als die Strategie und der Markt, also dass ich mich für schlauer halte, obwohl ich möglicherweise die Zahlen und Fakten habe, obwohl ich vielleicht sogar die Strategie selber entwickelt habe, aber dann trotzdem in bestimmten Situationen mich nicht an meine Regeln halte. Oder kenne ich das Gefühl, ey, ich habe Angst zu verlieren? Also es ist mir sehr unangenehm. Trading ja, den Nervenkitzel vielleicht auch, aber verlieren, das mag ich nun gar nicht.
Und alles, was ich hier jetzt beschreibe, auch in diesen Fragen und Antworten, ist natürlich menschlich. Das betrifft uns alle. Das betrifft mich genauso. Das betrifft Iris genauso wie alle, die hier heute zuhören. Angst zu verlieren, ja. Die Frage aber, wie ausgeprägt ist sie? Kenne ich das Gefühl? Kommt das immer wieder vor, wenn ich auch in einem Trade bin? Oder kenne ich das Gefühl von Selbstüberschätzung, dass ich sage, Mensch, warum sollte ich das nur mit einem Kontrakt machen? Das kann ich mit 10 Kontrakten machen. Oder warum sollte ich nur mit einem Hebel von 10 unterwegs sein? Ich kann auch einen Hebel von 50 nehmen. Oder auch die Tatsache, das wird ein super sicherer Trade. Da gehe ich einfach mal mit 20, 30, 40% meines Kapitals rein. Und Klammer auf, selten funktioniert das, also im Promillebereich vielleicht. Und wer kennt das Gefühl von Selbstüberschätzung, ist hier eine Geschichte. Oder auch das Gefühl, es nicht in der Hand zu haben. Das scheint auch immer wieder ein Aspekt zu sein, warum man den Investui-Service nicht nutzt, obwohl man im Prinzip davon überzeugt ist, diese Angst zu überwinden, es nicht selber regeln zu können. Aber wenn wir ehrlich sind, regeln wir es auch durch unsere Klicks auch nicht wirklich selber, sondern müssen da auch in gewisser Weise diese Schwelle übertreten, des sich ausgeliefert sein Fühlens, denn der Markt macht ja ohnehin, was er will. Oder eben auch diese Geschichte, ich habe Angst, nicht genug zu gewinnen. Und da bitte ich dich, Iris, mal die Umfrage zu starten und einfach mal da loszulegen, und ich wünsche mir, dass möglichst viele, am besten natürlich alle, mitmachen und sich auch da mal hinterfragen, hey, was von diesen Geschichten kenne ich aus meinem eigenen Leben? Und das ist durchaus wichtig für uns, ich sag mal, diese Schwelle von Angst überwinden müssen, um Vertrauen nicht nur in ich sag mal, eine Strategie, in ein Produkt, in ein Unternehmen. Es hat viel mit unserem, das sagt viel über uns, wenn wir Dinge nicht tun. Obwohl wir davon überzeugt sind. Es geht ja nicht darum, hier jemanden das Ganze insofern schmackhaft zu machen, dass man jemanden überzeugen will. Wir haben ja viele, die Markteffekte faszinierend finden und trotzdem zugucken. Das ist so, wie wenn ich einen Sport gerne mache, aber trotzdem eher an der Seitenlinie stehe. Aber das Gefühl, es selbst erlebt zu haben, birgt natürlich noch viele, viele andere Dinge. Also die Euphorie und das Ganze körperlich zu spüren. Und hier gibt es natürlich neben den Aspekten, die uns wirklich vom Hocker hauen, weil es so gut aufgeht, gibt es natürlich auch immer mal die Situation, dass man vielleicht Angst hat, man vielleicht auch ein bisschen Stress hat. Aber die Frage ist, und die wird uns gleich noch beschäftigen, wie es denn ist, wenn es uns abgenommen wird. Ich nehme das mal vorweg, ein Stück weit bleibt das natürlich, weil es ist ja was, was uns auszeichnet. Und ich bin gespannt. Oh, Iris, du hast Mal schließen. schon. Ja, mach das doch. Ja, das sind doch faszinierende Antworten. So oder so. Danke fürs Mitmachen. Schön, dass ich sie auch sehen kann. 31% sagen, ich weiß es besser als Strategie und Markt. Ja, damit könnte man noch die Frage nachschieben, wie viel davon Prozent sind denn davon Männer und wie viel sind Frauen? Ich kann ja für uns Männer sprechen, und ich sage, ja, wir wissen es oft besser. Also sagen wir mal so, wir glauben es besser zu wissen. Die Zahlen und Fakten sind an der Stelle oft andere als die Geschichten, die wir erzählen. Und dieses zu überwinden, vielleicht setzt man sich mal irgendwo in eine stille Ecke, hört ein bisschen Musik und schaut sich mal dieses Produkt und die Transparenz dieses Produktes nochmal an und sagt sich, okay, ich kann immer alles sehen, ich kann selbst Positionen immer schließen lassen, würde ich jetzt nicht unbedingt tun, weil eine Strategie funktioniert natürlich nur, wenn man sie von A bis Z durchhält mit den Zahlen, die wir hier auch eben gesehen haben. Und es ist immerhin ein gutes Drittel, was sich für schlauer hält als möglicherweise sogar die eigens entwickelte Strategie. Und ich habe etliche Klienten davon, denen geht das genauso. Aber die Frage ist, warum tüfteln wir an Dingen? Warum finden wir Dinge raus, die uns, sagen wir mal, am langen Ende Erträge möglich machen? Und warum tun wir es nicht? Die Gründe liegen natürlich in der Persönlichkeit, aber das soll heute nicht das Thema sein. Aber wichtig ist, der erste Schritt wahrzunehmen, hey, was hält mich überhaupt davon ab, etwas zu tun?
was möglicherweise auch mit Gefühlen verbunden ist, was mir möglicherweise auch gut tun kann. 82% haben Angst zu verlieren. Angst ist menschlich, klar, kann ich einfach immer wieder nur sagen, betrifft uns alle. Wir haben unterschiedlichste Ängste. Die Frage ist aber, ob ich nicht diese Angst auch in ein Vertrauen, in etwas, also ich sage mal, etwas Positives umwandeln kann und die Angst eigentlich nur dann einsetze oder dann wirklich zur Geltung kommen lasse, wenn es wirklich brenzlig wird, wenn es schwierig wird, wenn ich sage, oh, da hilft sie mir und schützt mich vor etwas. Wenn man sich die Kurve, die grüne Kurve anguckt, dann hat man jetzt nicht das Gefühl, dass man in erster Linie geschützt werden muss. Aber auch da, wir sind Menschen, also haben wir ein Stück weit Angst. Die zu überwinden, können wir mit Zahlen, Fakten und im Bewussten, also bewusst machen, warum wir Angst haben. Ja, ich kenne Selbstüberschätzung. Okay, das ist ein Stück weit so auch wie der erste Punkt. Das sind auch knapp mehr als ein Drittel, 37% sagen, hey, ich kenne das, Selbstüberschätzung. Ja. Und die Frage ist, warum wir, naja, wer über den Bach springen will, der weiß vorher schon, ob er in den Bach tappt oder vielleicht auch am anderen Ufer ankommt. Warum nutzen wir in solchen Situationen, wenn wir keine nassen Füße bekommen wollen, dann doch eher eine Brücke oder bauen was und legen Steine in die Mitte und versuchen sicher rüberzukommen? Und warum meinen wir in Finanzangelegenheiten, dass wir da auch mal auf die, ich sag mal vorsichtig, auf die Sahne hauen können. Das hat auch damit zu tun, weil uns keiner auf die Finger haut. Das hat auch damit zu tun, weil es in der Anonymität geschieht. Das hat auch, also der erste Aspekt ist der Kontrolleffekt. Der andere ist der, dass da keine anderen Sicherheitssysteme sind. Und dann ist es ein Stück weit auch das impulsive Ausleben, was man natürlich über die Anonymität, ich sag mal, des Computers machen kann. Und da fehlt einfach ein Stück weit auch die Kontrollinstanz, nicht nur die innere, letztlich auch die äußere. Ich habe Angst, dem Markt ausgeliefert zu sein, 47%, also knapp die Hälfte. Dazu kann ich euch sagen, ja, egal welche Finanzangelegenheit wir in die Hand nehmen, ob wir selber traden, ob wir Fonds kaufen, ob wir eine Vermögensverwaltung machen, ob wir mit Investui unterwegs sind, dieses Thema können wir nicht ausschließen, denn in dem Augenblick, wo wir Geld in einen anderen Kanal geben, ob wir es nun selbst entschieden haben und es selbst tun oder ob wir Geld übergeben haben und es für uns getan wird, da ist am langen Ende kein Unterschied. Wir haben keinen Einfluss darauf, was der Markt macht. Und diese Angst ist an der Stelle tatsächlich in gewisser Weise unbegründet, weil sie, ich sag mal, in der Natur der Sache liegt. Wenn ich mich zu einem Löwen in Käfig bewege, sollte ich bestenfalls Angst haben oder das sein lassen. Das geht mit diesem, ich sag mal, mit diesem Ereignis einher. Beim Trading geht damit einher, dass der Markt einfach sich bewegt, wie er will. Und das kann ich lernen zu sagen, okay, ich bin an der Stelle bereit, einen Teil meines Geldes zu geben, um zu schauen, ob ich das, was ich mir da ausgedacht habe, was die Markteffekte mir zeigen, beispielsweise, dass ich das in die Tat umsetzen kann. Und letzte Antwort, ich habe Angst, nicht genug zu gewinnen. Ich habe das bewusst so formuliert, weil ich mag das Wort Gier nicht. Das ist sowas Relatives. Das betrifft immerhin 20%, also ein Fünftel. Und ihr seht, Sie sehen, das ist eine recht große Palette von Gefühlen, die da erstmal schon eine Rolle spielen. Vielleicht dem Trading, aber auch dem Investieren vorsichtig gegenüberzustehen. Und dennoch lässt es sich nicht ausschalten. Angst lässt sich nicht ausschalten. Und die Kontrolle an der Stelle abzugeben, lässt sich in dem Sinne auch nicht ausschalten. Und deswegen ist es gut, wenn man einen guten Broker hat oder der Broker in dem Fall ein gutes Produkt hat, einen guten Service hat, was er da anbietet, die Umsetzung dieser Strategie. Da können wir uns immer nur bewusst machen, aufmerksam draufschauen. Wie läuft das? Wir können auch ein bisschen kontrollieren. Aber um uns zu entwickeln an dieser Stelle, die Gefühle da sein zu lassen, aber sie nicht so groß werden zu lassen, dass sie uns von etwas abhalten, das können wir lernen. Und das ist im Übrigen auch die Aufgabe jedes
und jeder Person, die das Traden lernt, an dieser Stelle zu arbeiten. Ich habe vor einer Zeit mal, ich beschäftige mich ja seit 15 Jahren mit Finanzfallen, einerseits, weil ich sie sehr gut kenne und mich bin da immer selber auch reingetappt, andererseits, weil ich natürlich zahllose Klienten habe, die mir da den Blick auch nochmal erweitert haben. Und ich habe die Finanzfallen letztlich so in zwei große Fallen zusammengefasst, denn vieles, was wir tun, hat auch damit zu tun, ich mache mal die Übertragung kurz weg, wenn das in Ordnung ist, Iris. Ja. Oder du. Dann mache ich mal so, weil ich habe die direkt von meinem Display. Die Frage ist, können wir Geld verdienen? Was hindert uns? Und es gibt für mich zwei große Fallen, die man eigentlich zusammenfassen kann, die all unser Tun beschreibt. Und das ist einerseits emotional. Ich habe Angst zu verlieren. Ja, das kann beim Traden passieren, das kann beim Investieren verlieren, das ist so, unabhängig davon, was wir uns im Kopf zurechtgelegt haben. Oder nicht genug zu gewinnen oder Angst ausgeliefert zu sein. Das sind die entscheidenden Punkte und ja, ihr habt es gut durch diese kleine Umfrage auch belegt. Ja, es betrifft viele von Raimund, uns. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Also für mich wird die Kurzumfrage noch angezeigt, bei dir nicht mehr? Doch, ich sehe sie im Panel, aber ich sehe, aber mir hängt sie nicht mehr. Dann versuchst du sie. Ich versuche ich kann sie ausblenden. Da steht auch ausblenden. Das kann ich auch machen. Ja, so wunderbar. Alles Gut. Klar. Okay. Ja. Ja, und insofern ist das mal ein Bereich, der total spannend ist. Was bewegt mich? Was fühle ich, wenn ich da sitze, wenn ich etwas verfolge? Was fühle ich auch, wenn ich vertrauensvoll gut statistisch belegt, einen Service in Anspruch nehme. Und ganz ehrlich, wir haben auch alle Angst vorm Zahnarzt. Nichtsdestotrotz, wenn uns irgendwas umtreibt, wir Schmerzen haben, in dem Fall jetzt eine Sache, die uns, ich will nicht sagen nötigt, aber uns zumindest darauf hinweist, hey, da sollten wir doch mal reingucken lassen, dann überwinden wir diese Angst letztlich auch, weil wir danach davon profitieren. Wir haben wieder einen guten Biss. Und ist vielleicht nicht ein 1-zu-1-Beispiel, aber ist auf jeden Fall mal ein Beispiel, auch Angst zu überwinden. Wir wissen, wer vom Pferd fällt, sollte möglichst schnell wieder aufsteigen, um an diesen Themen eben auch zu arbeiten. Eine zweite Frage, und ich bitte wieder alle einfach mitzumachen. Angenommen, Sie handeln Markteffekte. Was könnte sich als Ihre größte Schwäche erweisen? Und da sind wir auch gespannt. Natürlich tendieren wir immer nur dazu, das kennen wir auch bei der Ernte, einen faulen Apfel, den pflücken wir natürlich nicht vom Baum. Aber beim Trading versuchen wir vielleicht nur die guten Trades herauszufiltern. Und das ist natürlich eine komplexe Sache, denn wir wissen natürlich am Anfang nicht, wie sich ein Trade entwickeln wird. Also neige ich dazu, nur gute Trades in Anführungszeichen zu machen, anstatt alle. Oder versuche ich, die schlechten einfach auszulassen, dass ich mir denke, oh komm, also heute, ich fühle das wird gar nichts, die Nachrichtenlage ist ohnehin schwierig, ich habe irgendwas gelesen, der Effekt, der kann ja heute gar nicht funktionieren. Also die Informationen, mit denen wir beschallt werden oder die wir uns aktiv irgendwo herholen, um, ich sage mal, unser Leben ein bisschen mit Informationen zu füttern, die haben mit Markteffekten selten was zu tun. Wer will, der kann ja mal einfach sich eine Reihe von Trades angucken, die Nachrichtenlage an den Tagen angucken und dann werdet ihr in vielerlei Hinsicht erstaunt sein, dass die Trades möglicherweise trotzdem sehr, also ich sage mal, informationsunabhängig funktioniert haben im Rahmen der Strategie. Oder auch die Geschichte, ich glaube, die Trades situativ besser timen zu können. Das finde ich natürlich auch einen spannenden Punkt. Also wenn man Statistik hat, dass ein Trade wunderbar am Dienstag von 8 bis 13 oder 14 Uhr funktioniert und sich dann aber sagt, oh, da könnte ich aber auch schon um 6 den Trade einstellen, ich bin ja schon um 6 wach, oder sagen, Mensch, der läuft so gut. Oder der holt vielleicht noch was raus, der hat jetzt im Vormittagsverlauf das eine oder andere verloren, dann mache ich mal lieber bis 15.30 Uhr, bis ich mit dem Hund rausgehe. Das verwässert natürlich vieles. Ich brauche, und das ist das Charmante am Markteffekte-Trading, ich brauche nur ein Start und ein Ende. Und das ist eine Uhrzeit. Und diese Uhrzeit kann ich natürlich mir überlegen, ob die zweckmäßig ist. Und da kann man darauf vertrauen, dass diejenigen, die sich um Investui auf der technischen Seite kümmern, natürlich die Markteffekte im Auge haben. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich auch Iris immer mal wieder auf Fragen gestellt habe und gesagt, Iris, warum
Halten wir denn den Turnaround Tuesday, der montagsabends eingegangen wird? Warum ziehen wir den denn bis mittwochs morgens und warum lassen wir den denn nicht einfach dienstagsabends rausnehmen? Weil das ist doch, kann doch genauso zweckmäßig sein. Am Dienstag hat der Markt sich erholt und das Risiko über Nacht, warum brauchen wir das denn? Warum stellen wir den denn am nächsten Morgen vor Markteröffnung glatt? Und Iris hat dann gesagt, ja, weil die Zahlen es sagen. Und dann habe ich gesagt, Iris, weißt du, ich hab irgendwie das Gefühl, und seitdem ich das gemacht habe, schaue ich besonders bei diesem Effekt immer hin, wie ist es denn abends und wie ist es morgens. Und mittlerweile ist mein Gefühl sogar so sehr gut, dass wir ihn bis morgens halten. Diese Gefühle spielen an der Stelle aber eigentlich keine Rolle, denn ich weiß ja statistisch, hey, von dann bis dann ist es am zweckmäßigsten im Markt zu sein. Das heißt, das ist oft ein Irrglaube, es ist eine Suggestion, es ist vielleicht auch, dass ich mich an einem einzelnen Trade orientiere, wo es vielleicht so gewesen ist. Also glaube ich, Trades situativ besser timen zu können oder bin ich auch ungeduldig? Das ist die 6-Uhr-Variante vielleicht für einen Dienstagstrade, der erst vielleicht 2 Stunden später eröffnet wird. Bin ich ungeduldig und eröffne Positionen schon früher? Da spielt natürlich ein anderer Aspekt, nicht dieses Besserwissen, dass ich es besser timen kann, sondern eher die Ungeduld eine Rolle. Oder halte ich mich als letzte Antwort hier immer an die Regeln vom Markteffekte-Trading? Also die ersten 4 Antworten sind so, ich weiß es eigentlich besser, ich könnte hier oder da an der Stellschraube drehen. Oder aber bin ich so jemand, der sagt, hey, ich bin so weit, ich halte mich immer an die Regeln vom Markteffekte-Trading. Das sind die 5 Antworten auf diese Frage. Angenommen, Sie handeln Markteffekte. Was könnte sich als größte Schwäche erweisen? Der 5. Punkt ist natürlich eine Stärke. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich hier auch in 4 Antworten auf die Schwächen fokussiert. Und ich bin gespannt und bitte dich, Iris, die Umfrage zu starten. Bin auch da wieder auf eure Antworten gespannt. Und wie gesagt, auch hier könnt natürlich auch mehrere Sachen beantworten. Das sagt vor allem natürlich was über uns selber aus, warum ich vielleicht irgendetwas nicht tue. Und das betrifft vielleicht auch natürlich unser, ich sag mal, normales Trading, unser Daytrading, unser Swingtrading, was wir sonst so machen. Und Investui ist ein wirklicher, wer mal die Höhle der Löwen gesehen hat, da werden ja mal Problemlöser gesucht. Und das ist in Anführungszeichen Problemlöser, weil es mir etwas abnimmt, was ich in den Zeiten normalerweise nicht zu 100% leisten kann. Und deswegen verliere ich immer etwas vom Erwartungswert. Selten ist es bei uns Menschen so, dass wir wirklich dann nur die guten, die positiven, die besonders erfolgreichen Trades treffen. Warum auch immer, also das beobachte ich auch schon seit Jahren. So, ich sehe, ja, da können noch ein paar mehr mitmachen, das wäre schön. Also bisher, ich sage das jetzt mal, haben erst 45% mitgemacht. Es wäre schön, ein paar mehr würden doch noch hier dabei sein, bevor ich etwas zu den Ergebnissen sage. Ich kann ja einfach mal Vielleicht schon beginnen. Ja. können wir 2 Minuten einfach darauf verwenden, noch mal einen konkreten Markteffekt zu benennen. Du hast ihn ja gerade auch mit dem Turnaround Tuesday genannt. Ich bin mir nicht sicher, ob alle wirklich mit dem Begriff der Markteffekte so vertraut sind. Wenn man jetzt und den Turnaround Tuesday beispielsweise nimmt, dann ist es ja so, dass der Dienstag ist der stärkste Tag am Markt bei den Aktienmärkten und den versucht man natürlich auch statistisch gesehen mitzunehmen. Und die Chance, diesen starken Dienstag mitzunehmen, ist noch besser, wenn man eigentlich weiß, dass vorher eine gewisse Schwäche vorgelegen hat. Und die erkennt man meistens in Situationen, wenn schon am Freitag ein Abverkauf stattfindet. Institutionelle verkaufen ihre Positionen, es stehen Krisen an oder Gerüchte, um Liquidität freizumachen und um dann auch Gewinne mitzunehmen. Und Privatanleger bekommen das oftmals erst übers Wochenende mit und ahmen aber dann an dem Montag genau das gleiche Verhalten nach Verkaufen. Das führt dazu, um es verknappt zu sagen, dass eigentlich zum Ende des Tages oder zum Kassaschluss 17 Uhr in etwa 17:30 Uhr eine gewisse Schwäche festzustellen ist. Wir haben da auch Indikatoren, die gehören auch zur Strategie. Und wenn diese Schwäche gegeben ist und erkennbar ist, dann gehen wir long, weil dann eigentlich schon wieder genau der starke Dienstag fokussiert wird von Institutionellen, die dann billig einkaufen, vermeintlich, um dann den Turnaround am Dienstag mitzunehmen. Und das ist ein Markteffekt und der ist halt durch das Timing,
geprägt. Das wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Ich würde die Umfrage schließen, Raimund, okay? Ja, mach das doch. Ja, genau. Ich denke, das ist ohnehin aussagekräftig, was wir da sehen. Und Genau, das wollte ich aber noch mal ganz kurz an einem Beispiel sagen, was ein Markteffekt ist. Und das sind wiederkehrende Muster, die man erkennt, die sind statistisch akademisch belegt und die werden halt ausgenutzt. Und deswegen, das sind sehr systematische Effekte, Rhythmen an den Märkten. ja, und 45% von euch, von Ihnen sagen, ich suche mir nur die guten Trades heraus. Ja, wenn wir alle Hellseher wären, eine Kugel hätten, dann könnten wir auch mit Fug und Recht behaupten, dass es tatsächlich dann die guten sind. Und das liegt in der Natur unseres, ich sag mal, experimentierenden Wesens, dass wir natürlich an der Stelle auch tüfteln. Das ist beispielsweise auch bei Wetten so. Man überlegt sich natürlich auch, was könnte dabei rauskommen? Nehmen wir eine Sportwette, nehmen wir eine Wette auf Zahlen. Wir sind immer dabei, Dinge zu verbessern, zu durchdringen, möglicherweise auch zu erspüren. An dieser Stelle spielt das aber nur eine untergeordnete Rolle, denn alle Trades, die Gewinner wie die Verlierer gehören zur Strategie dazu und wir wissen niemals vorher, ob es ein guter Trade wird. Und das werde ich nachher auch nochmal zeigen, auch wenn wir der Meinung sind, dass wir das können. Die wenigsten von uns können es. Es gibt sicherlich Menschen, die das können. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber in dem Augenblick, und das ist auch eine Erfahrung, wenn es wirklich um Geld geht, wenn es um unser eigenes Geld geht, dann sind unsere Sinne nicht ganz so klar, wie wir glauben. Und dann werden wir auch nicht nur die guten Trades rausfischen. Knapp über 50%, 53% sagen, ich versuche die schlechten Trades auszulassen. Und ihr seht, das eine wie das andere sagt letztlich das Gleiche. Ich habe es einfach mal so formuliert, weil ich dachte, wer sich beim ersten nicht angesprochen fühlt, fühlt sich vielleicht beim zweiten angesprochen. Das ist halt ein leicht anderer Ansatz an der Stelle. Aber auch das wird uns aus den gegebenen Gründen selten gelingen. Natürlich gibt es da Experten und Expertinnen, die da sehr achtsam sind, die vielleicht auch eine Idee haben. Aber am langen Ende kann uns das nicht gelingen. Ja, ich glaube, das Timing situativ besser ausführen zu können. Auch da 41% glauben das. Also sagen wir mal so, schwieriger Punkt. Was kann dann letztlich noch dazu führen? Warum, ich sag mal, warum ist unsere innere Instanz so viel wertvoller als Zahlen und Fakten, die nicht nur wissenschaftlich belegt sind, sondern die wir selber aufgrund der Trades, die wir über Jahre letztlich uns angucken können, warum wir selber uns da an der Stelle, dass wir davon überzeugt sind, dass wir es besser timen können. Wir haben alle Zahlen vorliegen. Die Märkte sind mittlerweile so transparent, dass wir durch verschiedene Services einfach auch gucken können, wie hat sich wann was entwickelt. Und die Frage ist wirklich, was in uns ist so stark, dass es uns da eine Strategie versemmeln lässt. Das kann sich jeder mal fragen. Es gibt sicherlich je nach Person unterschiedliche Beweggründe. Da kann jeder mal für sich spüren. Nichtsdestotrotz, über 40% ist schon eine harte Zahl. Oder warum wollen wir uns nicht an Regeln halten? Warum vertrauen wir nicht auf Regeln? Man könnte auch fragen, wenn man über die Autobahn fährt, nee, ist ein schlechtes Beispiel, warum man über die Bundesstraße fährt und damit 140 drüber brettern muss, obwohl man eigentlich nur 100 fahren darf. Oder in den Stellen, wo man 70 darf, fährt man auch 20 mehr. Warum halten wir uns nicht an Regeln? Im Straßenverkehr hat es ja oft auch wirklich einen Hintergrund, warum das so ist. Und letztlich hierbei gibt es auch einen Hintergrund, nämlich die Statistik. Und die Statistik weiß, was wir eigentlich tun sollten. Ich drücke das mal so aus. 37%, also knapp 40%, sind ungeduldig und eröffnen Positionen schon früher. Auch da kann man natürlich überlegen, also kann man auch drüber nachdenken. Denkt mal an den Elfmeterpfiff beim Fußball. Erst wenn der Schiedsrichter den Ball freigegeben hat, kann letztlich der Schütze oder die Schützin einfach da mal auch was tun. Und das sind einfach Dinge, was hilft uns die Ungeduld? Die Ungeduld lässt uns letztlich auch das Timing zerschießen. Das heißt, all das, was wir schön und plakativ sehen können, was jeder nachvollziehen kann, was ihr
nachlesen könnt, was ihr euch auch selber statistisch erarbeiten könnt, das zerschießt ihr in dem Augenblick, weil irgendein Anteil in euch meint, er muss sich einfach mal über die Regeln hinwegsetzen. Ich sage das auch ganz oft, dass es sinnvoll ist, vielleicht in anderen Bereichen des Lebens mal Grenzen zu testen, mal mutig zu sein und mal Dinge auch anders zu machen. Aber wenn ich hier etwas weiß, was mir finanziellen Nutzen bringen kann, sollte ich mir das tunlichst lassen. Und 14%, leider nur die kleinste Zahl, halten sich immer an die Regeln von Markteffekten. Da wäre natürlich auch spannend, ob es diejenigen sind, die ohnehin schon beim Markteffekte-Trading dabei sind. Ich mache es hier kurz. Wir können erfolgreich sein, wenn wir ein Stück weit dieses Ich weiß es besser und die Selbstüberschätzung hinter uns lassen und einfach mal auf die Fakten, die Lage ist da klar, vertrauen. Wir haben eine weitere Umfrage. Ich muss diese hier erstmal nochmal kurz ausblenden. Und Sie sehen sich in einem Home Run Trade. Was tun Sie? Was ist ein Home Run Trade? Ein Home Run Trade ist ein Trade, der eigentlich kein Ende kennt auf der positiven Seite, der relativ schnell in Gewinn läuft und dann läuft und läuft und läuft. Und die Frage ist natürlich, was passiert auf dem Weg dahin? Denn wir sind möglicherweise auch schon mit hohen Buchgewinnen konfrontiert und müssen dann überlegen, hey, was machen wir? Halten wir diesen Trade bis zum Schluss aus, obwohl wir möglicherweise auch mit diesem Trade noch was verlieren können? Oder sagen wir, hey, die Strategie sagt ganz klar, von da bis da bin ich im Markt, egal was passiert, denn am langen Ende weiß ich, Stichwort grüne Kurve, grüne Schlange haben wir gesehen, wird mir das zugutekommen. Denn ich weiß bis zum Ende meines Trades natürlich nicht, was passiert. Und selbst wenn ich vorher die Kurve nochmal abflacht und ich schon höhere, ich sag mal, höhere Zahlen, höhere Gewinne, Buchgewinne gesehen habe, kann es am Ende immer noch sein, dass es am Schluss nochmal einen satten Kick nach oben gibt und ich dann möglicherweise sogar in diesem Trade richtig positiv, ein richtig positives Ende finde. Also das ist ein Home Run Trade. Ich beginne eigentlich gut, es wird immer besser, der Trade nimmt Fahrt auf und geht vielleicht sogar in schwindelerregende Höhen. Was tue ich? Und da könnten jetzt die Antworten sein, ich schließe die Position, weil ich mit dem Gewinn zufrieden bin. Hat so jeder oft auch so seine eigene Grenze, wo er sagt, hey, das reicht mir eigentlich. Halte die Position bis zum Ende des Trading-Zeitraums oder schließe die Position, um nichts vom Buchgewinn abzugeben. Denn in dem Augenblick, wo man schließt, ist man möglicherweise ja auch am Top in sozusagen der Erträge in dem Augenblick. Oder löse die Position in Abhängigkeit von der Entwicklung auf. Also ich traue mir zu, ein Stück weit das vorauszusagen beziehungsweise vorauszusehen und sage dann irgendwann, jetzt reicht's eigentlich, möglicherweise in Bezug auf, dass ich schon wieder ein bisschen abgegeben habe, möglicherweise aber auch, dass ich sage, wow, gestern stand der Markt da, heute steht er schon hier, das löse ich einfach mal auf. So, und auch da bitte ich dich, Iris, mal, wir haben hier nur 4 Antworten, die Umfrage zu starten. Ja, danke dir. Und bin auch da auf eure Antworten gespannt, weil natürlich hat jeder in sich auch etwas, dass wir natürlich, die meisten von uns, die haben schon getradet, die meisten von uns haben ein Gespür dafür, wie sich Märkte entwickeln können. Und was uns oft aber fehlt, die Fantasie, dass etwas weitergehen kann und weitergehen. Stichwort neuer Markt. Da gab es sicherlich unterschiedliche Ansätze und es gibt, wie gesagt, auch viele Leute, die immer wieder gesagt haben, Mensch, beispielsweise damals eine SolarWorld, die hat schon so lange gestiegen, die kann gar nicht weiter steigen. Und dann kam noch was drauf und noch was drauf. Und wir bilden uns ein in Bezug auf das, wie ein Trade oder wie ein Kursverlauf ist, daraus Rückschlüsse machen zu können. Das können wir natürlich nur begrenzt, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir haben diese Glaskugel nicht und wir können sehr positiv überrascht werden, möglicherweise aber auch negativ. Das ist klar, das bringt das Ganze mit sich. Aber uns fehlt oft die Fantasie, dass es einfach auch weitergehen kann. Wer im Moment den KI-Markt, also die künstliche Intelligenz beobachtet, der sieht sich auch bei manchen Stellen, verwundert die Augen, was da an manchen Stellen möglich ist. Und so ist es letztlich auch beim Home-Run-Trade. Wir wissen nicht, wo er endet. So, ich sag mal, komm, wir können das einfach mal schließen und ich sag mal 2, 3, 4 Sätze dazu.
Auch da ein klassisches Ding. 40% von euch sagen, erste Antwort, schließe die Position, weil ich mit dem Gewinn zufrieden bin. Spannender Aspekt, ich zeige euch gleich zwei Home Run Trades und dann bin ich gespannt, was ihr an der Stelle sagt. Also auch da wichtig, wir wissen nicht, wie die Zukunft ist und wir wissen nicht, ob dieser Zeitpunkt, wo wir schließen, ein guter oder ein schlechter ist in Bezug auf den gesamten Trade. Wir glauben das natürlich nur. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die im Hinterkopf zu haben. Denn ein Trade ist erst dann zu Ende, wenn er von Beginn bis Ende durchgetradet ist. Alles dazwischen, ja, ist sehr, sehr vage. 17% sagen von euch, Antwort 2, halte die Position bis zum Ende des Trading-Zeitraums. Entspricht ungefähr den 14%, die wir eben schon hatten, weil ich halte mich an jeden Trade. Also überzeugte, wirklich überzeugte markteffekte Trader, die das auch verinnerlicht haben. Sehr, sehr gut. Und die dritte Antwort, fast 30%, also um genau zu sein, 29, schließe die Position, um nichts vom Buchgewinn abzugeben. Ja, aber auch da wissen wir nicht, was an Buchgewinnen in Anführungszeichen da noch möglich gewesen wäre, denn wir sind irgendwo auf dem Weg zwischen A und B unterwegs. Und 74% sagen, löse die Position in Abhängigkeit von der Entwicklung auf. Ja, aber auch da, ihr Lieben, wisst ihr natürlich nicht, wie das weitergeht. Das glauben wir immer nur. Und vor allem orientieren wir uns natürlich an den Ereignissen, die wir bis dahin gesehen haben. Aber die wir bis dahin noch nicht gesehen haben, die haben wir natürlich nicht im Auge. Also 74% sagen, ja, ich behalte das mal schön in meiner eigenen Hand. Ich pfeife auf die Statistik, ich mache einfach weiter. Also wir haben hier die 74, den 17 eigentlich gegenüber, die sagen, hey, ich mache das konsequent bis zum Ende. So, und ich habe euch mal zwei Home Run Trades mitgebracht und ich bringe euch die jetzt stückchenweise. Es sind zwei Markteffekte, die gleichen Markteffekte logischerweise. Um es hier und eine Sekunde, ich muss die Umfrage noch ausblenden. Sekunde. Ah ja, warte, kann ich auch. Ich sehe die immer nur im Panel. So, okay. Da ist ausgeblendet. Ihr habt hier zwei aufeinanderfolgende Monate aus dem Jahr 2020, also in dem ersten Jahr, wo Investui live gegangen ist. Ihr seht hier zwei bewusst auch Home Run Trades, die euch damit konfrontieren, dass ihr da durchaus auf einer guten Seite unterwegs seid. Das sind hier die Monatsendeffekte-Trades, um auch da kurz zu erläutern, wie sie funktionieren. Man geht einfach statistisch gut belegt, 4 Tage vor Monatsende, 4 Handelstage vor Monatsende in den Markt und schließt die Position am Morgen des 5. Handelstags des 9. Monats. Das nennt man Monatsendeffekt, einer der vermutlich bestbelegten Effekte. Und das wird bei Investui mit dem Mini S&P 500 gehandelt. Und ihr seht, jetzt denkt ihr, oh, was bewegt sich da? Das sind Live-Trades gewesen, die jetzt natürlich in der Statistik, könnt ihr also nachblättern, wenn ihr das wollt, geht ins Jahr 2020 zurück, da findet ihr genau diese Charts. Und damit ihr wisst, wo wir sind, sage ich euch das auch jetzt mal. Na, muss ich noch, weil ich geschlossen habe. So. Wir sind hier, obwohl man das auf den ersten Blick nicht sieht, an der gleichen Stelle. Und gleiche Stelle heißt hier, der S&P 500 ist satte, der Future ist satte 2000 US-Dollar im Plus. Nun sieht das bei dem ersten Punkt hier auf der linken Seite so aus, dass man denkt, wow, das ging von Anfang an richtig zackig los, ging in eine Seitwärtsphase, was tue ich? Auf der rechten Seite ist das jetzt nicht ganz so. Da ist ein bisschen zackiger, aber auch da sind wir nach relativ kurzer Zeit 2000 US-Dollar im Plus. So, wenn ich jetzt hier sage, einige sagen, warum, ich schließe die Position, weil ich mit dem Gewinn zufrieden bin, da behaupte ich mal, dass 2000 US-Dollar für viele durchaus eine zufriedenstellende Situation sein kann, vor allem auch, wenn man es in Bezug auf die kurze Zeit, die man im Markt ist, bezieht. Ich lasse das mal so stehen. Wie ging das weiter? Dieser Markt entwickelt sich auf der linken Seite so weiter, er ging weiter in diese, es sieht nach Home Run aus, wir sind hier schon fast bei der 4000, wie man sieht, denn hier das graue Muster dahinter zeigt, also erster Kasten, das sind 2000, also seht ihr, wir sind schon fast bei 4000. Wie geht das auf der rechten Seite weiter? Auf der rechten Seite, das steigt auch weiter, da ist es ein bisschen zackiger, aber die Richtung stimmt.
auf der linken Seite kommt eine Seitwärtsphase. Spätestens da sind wir vielleicht in der Situation, dass wir sagen, oh, da habe ich aber doch schon einiges wieder abgegeben. Die 2000, die für mich vielleicht auch eine Benchmark sind als richtig guten Gewinn, die will ich nicht wieder abgeben. Andere sagen vielleicht auch, ich hoffe weiter. Wieder andere haben die Position vielleicht schon glattgestellt. Aber ein Home-Run-Trade ist natürlich ein Trade, der hat man immer mal wieder dabei, der sich dann so verhält. Ihr seht das auch auf der rechten Seite, um das kurz zu machen. Ich schließe das mal ab. Wir sind auf der linken Seite mittlerweile schon im nächsten Monat. Wir sind schon im September drin. Wir sind am 26. August, da haben wir begonnen, da haben wir angefangen. So, und dann seht ihr, wow, da sind wir schon bei 2000, bei 4000, bei 6000. Wir sind schon auf dem Weg in die 8000. Die ersten fangen sich an zu ärgern, die mit den 2000 zufrieden waren. Auf der anderen Seite, den Monat später, ist das jetzt nicht ganz so überzeugend gewesen. Es ist zackiger, aber letztlich führt es in die gleiche Ebene oder die gleiche Richtung. Und dann passiert was, irgendeine Nachricht. Und jetzt fangen die ersten an zu schreien und sagen, oh, hätte ich das doch mal mitgenommen. Und der Trade geht so aus und der andere geht jetzt hier so aus. Ja, wir haben hier zwei Trades, die nach Home Run aussahen. Der eine hat es geschafft, der andere nicht ganz so. Aber was ich euch hier auch mitgeben will, ihr seht hier trotzdem sehr, sehr gut aus, wenn ihr die bis zum Schluss durchgehalten habt. Da steht minus 2000, steht plus 5000 US-Dollar gegenüber. Das gehört eben auch zum Trading dazu. Hättet ihr zum Beispiel den zweiten recht früh glattgestellt, dann hättet ihr den Rest auch gar nicht mehr erlebt, euch vielleicht nur geärgert. Beim anderen hättet ihr gesagt, oh, und so ist es eben. Es sind die zwei Seiten einer Medaille. Und natürlich kann man bei einer gewissen Summe auch sagen, oh, komm, also wenn ich bei 6.000 US-Dollar mal bin, dann will ich nichts mehr von abgeben. Ob ich da jetzt dann noch bei 8 landen würde, wäre mir auch egal. Kann man natürlich sagen, ihr wisst, bei Investui hat man auch jederzeit die Möglichkeit, eine Position glattstellen zu lassen. Ich würde es nicht unbedingt tun, denn auch das gehört zum Leben und zum Trading dazu. Also, kann sich jeder mal fragen, wie ihr diese Trades ausgehalten hättet. Und mein Tipp dazu am besten, ihr schaut euch das gar nicht an. Denn ihr wisst, am langen Ende haben wir eine Ertrags- oder haben wir Erträge, die uns gut tun. Das ist jetzt nicht auf Tages- oder Wochenbasis, sondern eben auf Monats- oder Jahresbasis sehen wir das. Und da gehört jeder einzelne Trade dazu. So ausgeführt vom Service. Ich habe noch zwei Fragen für euch und bitte auch da, dass ihr da aufmerksam liest und antwortet. Denn auch das sagt ein bisschen was über uns natürlich aus. Was auch bei Strategien und wenn sie noch so gut sind, gibt es natürlich immer Drawdowns und das liegt in der Natur der Sache. Es kann nicht nur eine Richtung geben und auch wenn der Drawdown nur klein ist und wir müssen ihn aushalten können und die Frage ist, welche Zweifel kommen dann auf? Und jetzt stellt euch vor, stellen Sie sich vor, Ihre marktdefekte Strategie befindet sich im Drawdown. Das heißt, wir haben schon bessere Zeiten gesehen. Die Kurve hat uns auch schon größere Erträge gezeigt und wir verlieren etwas davon. Also wir vom Höchstpunkt oder ich sage mal von den höchsten Erträgen, die wir auf unserem Konto gesehen haben, geht auch wieder was verloren. Und da ist die Frage, wie verhalten Sie sich? Und da sind folgende Antworten. Ich wechsle auf eine andere Strategie. Da haben manche eine recht kurze Zündschnur, das muss ich immer wieder sagen. Wenn man bedenkt, wie viel jeder, der schon mal Kinder oder Enkel erzogen hat, der weiß, dass man da durchaus Geduld braucht, weil das Ergebnis letztendlich zählt und sowohl in der Kindererziehung wie auch bei dem Markteffekte handelt. Die zweite Antwort wäre, ich erhöhe das Risiko, weil der nächste Trade ein Gewinn wird. Auch da wieder ein Stück weit die Glaskugel unterwegs. Die dritte Antwort wäre, ich halte mich an die Regeln und bin beim nächsten Trade trotzdem dabei, auch wenn ich sehe, dass ich vielleicht 4, 5, und das kennen wir von jeder Strategie, oder vielleicht noch mehr Trades hintereinander verloren habe, weil ganz klar, es kann passieren, es kann immer sein, das kann uns auch im normalen Trading passieren. Nur habe ich hier beim Markteffekte-Trading den Vorteil, dass ich mich in Anführungszeichen nur an Zeiten halten muss. Ich muss nicht abwägen, wie ist die Situation, wie ist das Volumen, wie ist das charttechnisch, brauche ich alles nicht. Ich habe nur hier mein Timing, das ist alles. Das macht sehr viel aus, auch in der Entscheidungsfindung. Also, dritte Möglichkeit könnte sein, ich halte mich an die Regeln und bin auch beim nächsten Trade dabei, weil Klammer auf, ich will ja auch nicht den verpassen, der mich jetzt aus dem Drawdown wieder rausbringt.
Und vierte Geschichte wäre, ich verringere das Risiko, ist natürlich auch eine Geschichte. Ich bleibe dabei, ich schaue mir das an, aber auch da sage ich natürlich, hey, wenn ich mit, sagen wir mal, größerem Risiko die Verluste mir generiert habe, dann kann ich mir natürlich bei so einer Art von Trading theoretisch natürlich erlauben, da dann mit geringem Risiko unterwegs zu sein. Aber bestenfalls komme ich natürlich mit dem gleichen Risiko aus dem vermaledeiten Situation auch wieder raus und bastel da nicht unbedingt am Risiko. Oder gibt natürlich auch die Kühnen unter uns, die sagen, hey, ich verdoppel das Risiko, dann gleiche ich die Verluste schneller aus. Auch da sei erwähnt, wir wissen natürlich nicht, ob so ein Drawdown nicht auch etwas länger anhält und ob wir uns da nicht vielleicht auch, sag mal vorsichtig, ins eigene Knie schießen. Also, Iris, die vierte Umfrage und ich bin gespannt, was wir da für Antworten bekommen. Und auf den ersten Punkt sage ich mal, es gibt für mich kaum bessere Strategien, als Markteffekte zu handeln. Und bei Investui werden halt vier unterschiedlichen Märkten gehandelt. Und es gibt natürlich noch viel mehr Markteffekte-Strategien. Und ich sage es immer wieder gerne, ich nutze oft auch den Pflanzzyklus, um beispielsweise auf Amrum haben wir viele Heckenrosen. Wir machen im Frühjahr einfach, sobald die ersten Blüten da sind, machen wir Sirup daraus. Später im Sommer machen wir aus den reifen Früchten Mousse oder Marmelade. Und wir machen aus den Blättern auch Gelee aus den Blütenblättern. Und letztlich könnte man auch noch die Heilkraft der anderen Blätter nutzen, sodass wir also ich sag mal, über das Jahr auch hier etwas kontinuierlich nutzen. Und beim Markteffekte-Trading ist das nicht anders, nur dass ich eigentlich immer da an der Stelle das Gleiche nutze. Bei einer Pflanze habe ich natürlich vom Setzling oder vom Strauch bis zur Ernte habe ich da natürlich unterschiedliche Phasen und kann unterschiedliche Dinge machen. Hier habe ich immer das Gleiche zu bestimmten Zeiten. So, ich bin gespannt auf eure Antworten und bin auch fasziniert, denn ich fange mal in der Mitte an. 58% halten sich an die Regeln und sind auch beim nächsten Trade dabei. Das ist eine wirklich dolle Konsequenz. Hut ab, dass ihr da so klar seid. 26% sagen, ich verringere das Risiko. Okay, ist auch eine gute Geschichte. Nur 2% wechseln die Strategie. Das zeigt ein starkes Commitment, finde ich richtig gut. Und 7% erhöhen das Risiko, weil der nächste Trade ein Gewinn wird. Also hier Glaskugeleffekt und unten letztlich die Antwort auch mit 7%. Ich verdopple das Risiko, um Verluste auszugleichen. Ja, spannend und finde ich richtig gut, dass ihr, wenn ihr hinter was hintersteht, dass ihr euch auf die Strategie und dass man sich in Anführungszeichen auch auf euch, weil das zeigt auch, wie wir als Menschen unterwegs sind, wenn wir von was überzeugt sind, wenn wir es durchdrungen haben und verstanden haben, dass wir uns dann auch daran halten. Und das ist auch das Erste, was euch aus dem Drawdown rausführt. Die Variante, das Risiko verringern, liegt in der Natur der Sache und ist im Prinzip auch eine gute. Die Frage ist, wie das beim Markteffektehandeln dann funktioniert, wie viel Risiko ich dann auch gleich rausnehme. Da müsstet ihr dann mal ein Auge drauf werfen. Ja, Verlierer erhöhen das Risiko. Ihr seht hier unten schon eine 5 und eine 25 eingeblendet, auch einfach mal nur als Idee. Es gibt etliche Studien darüber, wie wir uns bei Gewinn und Verlust verhalten. Hier eine Studie mit sehr wenigen Tradern. Sechs Frauen, sechs Männer im Alter bis zu 30 Jahren und die hatten nichts anderes zu tun, als sich zwischen zwei Zahlen zu entscheiden. Und zwar zwischen einer 5 und einer 25. Und auf diese Zahlen konnten sie Geldbeträge setzen. Und ob sie gewonnen oder verloren hatten, zeigte sich daran, dass die Zahlen einen farbigen Hintergrund bekamen. Und wie es so oft ist, 5 hier hat einen roten Hintergrund. Rot bedeutet, ich habe meinen Einsatz verloren. 25 hat hier einen grünen Hintergrund bekommen, hieß, ich habe gewonnen und ihr könnt es euch vorstellen, es geht natürlich auch andersrum. Das Spannende bei diesen Experimenten, die oft neurowissenschaftlich sind, ist aber das Folgende. Einerseits benötige ich eine Viertelstunde, um mein Ergebnis als Gewinn oder Verlust wahrzunehmen. Andererseits, und das ist wichtig für uns, Gewinn und Verlust beeinflussen aber immer das Verhalten im nächsten Trade und das ist oftmals gar keine bewusste Entscheidung.
Insofern ist der Investui-Service natürlich eine ganz coole Geschichte, weil er diese Sache, die wir selber vermutlich anders regeln würden, einfach durch diese, ich sag mal, stoische, klare, transparente Umsetzung, dass er dieses Verhalten einfach rausgemittelt wird. Da kommen wir gar nicht zur Geltung letztlich. Denn Verlierer oder wenn wir uns im Drawdown befinden, sind wir eben oft nicht so rational, dass wir sagen, hey, da muss ich das Risiko eigentlich verkleinern, sondern oftmals ist da dieser Effekt, ich will es gleich wieder zurückhaben. Und dieser Druck, Verluste auszugleichen, führt in der Regel eben auch zu weiteren Verlusten. Darüber hinaus gibt es aber auch, dass dieses unser Tun auch, und die Ergebnisse letztlich auch dazu führen, dass das Spuren im Gehirn hinterlässt. So, und eine letzte Frage habe ich jetzt noch für euch. Welche psychologischen Fallstricke kennen Sie? Und auch da bitte ich dich, Iris, die zu starten. Ich handle zu schnell, unüberlegt oder impulsiv. Ich orientiere mich an Einstiegspreisen. Ich habe Angst vor Kontrollverlust, ausgeliefert zu sein. Halte mich ungern an Regeln. Da fehlt mir einfach der Spaß. Und ich habe hier einfach nur die vier Antworten und ich bin gespannt, was ihr darauf antwortet. Denn Investui ist im Gegensatz zum normalen Trading natürlich auch ein, ja, nicht nur ein Problemlöser, ein Helfer. Ein großartiger Helfer, der mich im Zaum hält, der meine Impulsivität im Raum, ja, einfach ein bisschen auch einschränkt, der mir einfach etwas abnimmt, wo ich als Mensch vielleicht zu schnell bin, vielleicht aber auch immer gucke, hey, wo bin ich denn eingestiegen? Vielleicht aber auch immer am Timing rummachen will, was auch immer. Und das ist sehr spannend. Oder da seid ihr recht schnell im Wählen. Das ist faszinierend. So seid ihr am allerschnellsten, haben schon weit über 50% jetzt gewählt. Ich sag schon mal was dazu, denn es ist ein relativ stabiles Ergebnis. Ja. 50%, die knappe Hälfte von euch sagt, hey, ich bin zu schnell unterwegs, zu unüberlegt und zu impulsiv. Und da ist die Frage, warum? Worum geht's mir? Und wenn es euch ums Geld verdienen geht, sag ich, ist Investui, ist Markteffektehandel eine super Lösung. Wenn es mir darum geht, mich auszuleben, auch mal wirklich was zu spüren, dann kann ich auch Sport treiben, dann kann ich auch diskutieren mit Menschen, dann kann ich den Kontakt oder ich sag mal die Reibung mit anderen suchen. Aber beim Trading sollte ich mir überlegen, ob nicht das Finanzielle, mein finanzieller Nutzen, der mir auch andere Dinge möglich macht, ob der nicht im Vordergrund steht. Also 50%, die Hälfte von euch ist zu fix unterwegs. Und viele gucken auch, wo ging's los. Aber macht euch bewusst, es ist immer nur wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, gibt es immer was, was höher ist und was niedriger ist. Und ja, klar, irgendwo ist das Tal und irgendwann ist wirklich der Gipfel erreicht. Aber in der Regel sind wir auch beim Trading immer irgendwo da unterwegs. Und die Frage ist, woran orientieren wir uns? Möglicherweise nur an dem Naheliegenden, was wir sehen. Aber vielleicht ist hinter dem Naheliegenden, was uns gerade noch den Weg versperrt, noch was viel Größeres. Und das ist etwas, was wir im Auge behalten müssen. Die Orientierung an Einstiegspreisen ist menschlich, aber nicht wirklich zielführend. Knappes Viertel, 24% haben Angst vor Kontrollverlust. Hatten wir heute schon als Thema in einer der ersten Fragen. Und ich halte mich ungern an Regeln, sagen interessanterweise nur sehr wenige. Also, da sage ich, hey, freie Fahrt für letztlich Investui. Und ich bringe euch hier mal was mit. Ich habe hier einen Trade oder beziehungsweise einen Effekt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Gold, seht ihr auch statistisch belegt, kann man ganz gut am Donnerstagabend kaufen, am Freitagabend verkaufen. Und ich habe euch hier vier aufeinanderfolgende Trades mitgebracht. Und ihr seht, wow, am Anfang war der Gold-Trade beim linken auch ganz gut im Plus, 2000 US-Dollar. Und ihr seht, das endete mal so bei plus minus null. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob man damit glücklich ist. Auf der anderen Seite, eine Woche später, gleiche Geschichte, also ihr seht hier 13.8. beim linken Trade, dann 20.8. ging das auch gut los, war man auch relativ schnell bei 2000 US-Dollar und ist dann, obwohl man zwischendurch auch mal bei minus 2000 war, bei 960 gelandet. Also was die zwei Trades betrifft, schon mal trotz gleichen Starts, gefühlten Starts, Trade über circa einen Tag, ordentliches Ergebnis. Wir gehen einen Schritt weiter.
Ihr seht hier gleiche Stelle und wir haben aber noch die Trades am 27.8. und am 3.9. Ich habe einfach mal vier hintereinander genommen und da seht ihr auch sowas wie, das ging nicht ganz gleich Home Run mäßig los, aber es endete schließlich so. Auch da seht ihr zwei Trades, die am Anfang beide in Anführungszeichen stark im Minus waren und letztlich mit zwei sehr unterschiedlichen Ergebnissen da rauskommen. Einmal ein sehr positiver Trade, einmal einer, der uns finanziell so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schädigt. Und wenn ihr die vier Trades zusammennehmt, vier Gold-Trades hintereinander, einfach mal, habe ich einfach mal so genommen. Ich habe die wirklich nicht gezielt ausgesucht, sondern mich einfach für diese entschieden. Und das seht ihr am langen Ende eigentlich eine gute Geschichte, wenn wir das Ganze addieren. In dem Zeitraum hat zumindest diese Strategie recht gut funktioniert. Und die Frage ist, was... Wir müssen ein Stück weit die Kontrolle abgeben. Wir dürfen uns helfen lassen. Und ich weiß, das ist für viele von uns schwierig, auch in anderen Lebenssituationen. Aber hier sage ich, habt ihr einerseits eine gute Firma, einen super Service, ihr habt die Statistik, ihr habt so viel, was auf der Plusseite steht, dass ihr durchaus darüber nachdenken solltet. Ihr seht hier, startete das Ganze auch ähnlich. Und endete dann auch sehr, sehr unterschiedlich. Das spricht im Übrigen dafür, auch nur dieses simple Beispiel, ein Trade wirklich von A bis Z laufen zu lassen und sich an die Strategie zu halten. Geld verdienen wie Dagobert. Ja, wie mache ich das? Ich bin rational, so statistisch unterwegs. Ich bin nutzenorientiert, also es geht mir um Geld. Und ich bin vollständig informiert. Denn ich bin durch wirklich Markteffekte vollständig informiert. Ich weiß, wann gehe ich rein. Ich weiß, mit welchem Volumen gehe ich rein. Ich weiß genau, wann ich rausgehe. Egal, was dazwischen ist. Und ich habe im Prinzip alles. Ich kenne mein Risiko, ich kenne meinen Start und meinen Zielpunkt. Ich kann die Trades live verfolgen. Mehr kann ich nicht tun. Und die Frage ist, wann schaffe ich es, mein begrenzt rationales, vielleicht auch durch Gefühle beeinflussbares, und wir haben es alle gesehen, an euren Antworten, und ich hätte genauso geklickt wie ihr. Ich weiß das, so sind wir Menschen einfach. Aber wenn wir uns auf die linke Seite einfinden wollen, traden wie Dagobert und uns nicht an Einstiegen, am Verhalten anderer oder die Nachrichtenlage also berücksichtigen, dann gibt es für mich eigentlich nur eine Antwort. Ich sage, hey, Investui, übernehmen Sie. Das ist genau das, was wir letztlich hier heute gesehen haben, was Iris uns in der Einleitung gezeigt hat. Es ist sehr gut belegt, es ist klar, es ist transparent. Ich muss natürlich die ein oder andere Hürde überwinden. Ich muss einfach sagen, ja, zum Produkt. Ich muss vertrauen, dass ich für mich sage, okay, ja, es ist alles so. Das ist klar und deutlich. Ich mache es genau so, wie es da ist. Und da ich eben an sich nicht immer Zeit habe, da ich auch ein Leben habe neben dem Trading, ist das einfach ein sehr guter Helfer. Und ich sehe, und ich kann, es ist kein frisches Produkt, ich kann es eben auch schon jahrelang beobachten, ich kann die Dokumentation beobachten, ich kenne den Broker und ich habe letztlich sogar die Möglichkeit, mir das selber ganz genau anzugucken. Ich kann mir Tabellen anlegen und genau schauen, wann ging es rein, wann ging es raus, was habe ich für Erträge, und ich kann es sogar selbst nachvollziehen. Also mein Tipp, Investui, übernehmen Sie, und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es ist menschlich von uns, in Finanzfallen zu tappen, und wir sind alle in gewisser Weise Dopamin-Junkies. Es macht einfach Spaß, in irgendwelchen Höhen unterwegs zu sein und manchmal auch die Dramaturgie zu empfinden, wenn wir uns einen großen Verlust eingeheimst haben. Investui kann uns nicht vor Verlusten bewahren, die temporär auftreten. Es kann uns nicht vor Drawdowns bewahren, aber es kann letztlich mit all dem, was wir bis jetzt wissen und was wir bis jetzt über Jahre gesehen haben, einfach etwas ermöglichen, was sehr, sehr lukrativ sein kann. Und die Frage ist, wann bin ich bereit zu lernen, mich zu entwickeln und an dieser Stelle auch mich geschickt zu verhalten. Der Zeitpunkt als Signalgeber ist so einfach und für mich auch entspannend, denn ich muss nicht entscheiden, gehe ich long oder short, was tue ich an dieser Stelle. Ich habe einen verlässlichen Opportunitätsfaktor. Es gibt Strategien, da warten Leute wochenlang, bis sie endlich in den Markt einsteigen können. Hier wissen wir, der Effekt dann, der Effekt dann, der Effekt dann. Ich kann es live verfolgen. Das ist etwas, Iris hat es am Anfang gesagt, dass es entsprechend circa 130 Trades im Jahr sind, wo man weiß, die werden genauso stattfinden. Und für mich heißt es, erfolgreich entscheiden
dass es letztlich, wenn ich Fakten und Erwartungswerte berücksichtige und so wertschätze, dass ich sie über meine eigenen Befindlichkeiten von Kontrolle, von Sicherheit und so weiter stelle und sage, hey, ich bin bereit, Marktdefekte zu handeln, weil das ist, es liegt in der Natur der Märkte, dass sie immer wieder auftreten. Und das ist für mich letztlich finanzielle Intelligenz. In diesem Sinne sage ich, hey, nutzen Sie Investui, effektivieren Sie, und es gibt für mich kaum etwas, wo ich überzeugt davon bin. Das hat aber auch natürlich damit zu tun, Iris sagt, dass ich mich seit Jahren mit Rhythmen beschäftige und dass ich das einfach faszinierend finde, dass es so etwas gibt und dass wir so etwas heute an technischen Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung haben. In diesem Sinne sage ich erstmal Danke und übergebe dir das Wort, Iris. Ja, vielen Dank, Raimund. Ich bedanke mich bei dir. Das war kurzweilig. Wir sind ja quasi schon am Ende angelangt in einer Rutsch. Vielen, vielen Dank. Also auch danke von den Teilnehmern nochmal Markteffekte, das Wesen der Markteffekte und die Vorteile zu erläutern und dass die Teilnehmer auch in diesem Rahmen ein bisschen über sich selbst erfahren konnten. Ich glaube, das kam gut an und die Teilnahme spricht ja auch für sich. Wenn wir vielleicht noch zwei Punkte noch einmal kurz aufgreifen könnten, ob ich mal oder du, weil ein Punkt, der auch immer wieder jetzt kam, war eigentlich Stopp und Limit, also Verlustvermeidung und Gewinnmitnahme. Warum diese Strategie nicht mit einem prozentualen Stopp oder einem Preisstopp arbeiten? Möchtest du noch mal was dazu sagen oder soll ich was dazu sagen? Sag du, eventuell ergänze ich. Okay. Also was man ja sehen muss, es sind zwar aktive Anteile mit diesen Markteffekten und Strategien grundsätzlich, aber wenn man sie in einem Rahmen von einem langfristigen Investment handelt, dann muss man einfach sehen, was erreichen die über die lange Zeit. Und wir haben lange Zeit bei Investui mit 1%, 2%, 5% Stopp. Also wir haben verschiedene Sachen und gängige Mittel ausprobiert. Und wir können auch diese Backtests zur Verfügung stellen. Auf lange Sicht ist dieser Time-Stop, also es gibt einen Stopp, der Zeitstopp, der beste, der über die lange Zeit die beste Rendite bringt. Und wenn man sich da einfach die letzten 10 Jahre anschaut, was damit erreicht worden wäre, auch im Backtest oder auch im Live-Betrieb, dann wird das auch bestätigt. Andererseits, wenn Sie es mit anderen langfristigen Investments vergleichen wollen, wie beispielsweise ETFs oder auch Fonds, dann geht man ja auch in der Regel nicht her und ja, setzt einen Stopp in so ein langfristiges Investment. Das macht man klassischerweise nicht. Das wäre das, was ich dazu zu ergänzen hätte. Ja, ich bin da ganz bei dir. Warum sollen wir es verkomplizieren, wenn wir die Zeit als einfachstes Mittel haben für unseren Stop? Und neben dem, dass es die Zahlen belegen, wie wollte man das auch machen? Wir sehen bei manchen Trades, die wir hier hatten, wo hätten wir den Stop oder das Ziel setzen sollen? Wenn wir auf der einen Seite das Risiko begrenzen, müssten wir auf der anderen Seite natürlich auch gucken, wann sind wir mit etwas zufrieden? Sind wir mit $1.000 in einem Gold Future zufrieden oder einem S&P 500 oder sind wir mit 2.000 zufrieden? Das ist ja auch etwas sehr Persönliches und Individuelles, und insofern ist die Zeit also der Rahmen, der ist das Entscheidende. Und wenn wir ins Theater gehen beispielsweise oder ins Kino, da sitzen wir auch von Beginn bis Ende, um genau uns das anzuschauen, was da ist. Und da sagen wir auch nicht, ach ja, aber jetzt könnte ich auch zu einer Parallelveranstaltung oder was auch immer, kann man sich was ausdenken. Das macht ja keinen Sinn, weil ich die Erfahrung habe, einen Film von A bis Z zu gucken, ist irgendwie am sinnvollsten. Ist schon gut, auch das Ende mitzubekommen. Und beim Trading in dieser Art ist das genauso. Wir haben das Glück, dass wir so eine einfache Möglichkeit haben. Denn alles andere wäre ein Stück weit auch subjektiv und würde vielleicht auch nicht unbedingt dem Trading gerecht, selbst wenn man es an die Volatilität binden würde. Also wir haben das Glück, dass wir einfach sind in dieser Weise. Und das ist auch gut, wenn wir uns das bewahren. Und Vielen Dank. ein Satz noch, wir versuchen ja immer als Menschen zu tüfteln und Dinge zu verbessern, aber viele Dinge verschlimmbessern wir auch.
Und in diesem Fall, glaube ich, haben wir kaum Chancen, zumal du und die Kollegen ja immer drauf gucken, ob es möglicherweise was zu justieren gäbe. Ja, durchaus. Also wir haben die Strategien und deren Ergebnisse und wie sie funktionieren sehr wohl und sehr gut im Auge. Und das bringt mich auch zu einem Punkt. Ich glaube, ich bräuchte dazu aber auch noch mal einfach den Bildschirm oder du zeigst es, weil es kam natürlich auch zu den Markteffekten hier noch mal eine Frage oder die wir verwenden oder auf die du dich beziehst und ich würde ganz gerne einfach auf der Internetseite kurz zeigen, aber Ja, das hol du kannst du ihn gerne dir. auch machen. Lustig. Ja. Also dann gib mir mal ganz kurz Warte den mal. Bildschirm zurück, weil dann Warte, kann das warte. ja auch noch mal nachgelesen werden. Warte, ich hab's aber auch sofort. Investui. Ist ja was mein Computer kennt. So, sieht man das gerade? Die Strategien, ne? Also Die oben mal. Strategien, okay. Genau, perfekt. Also, und was wir haben von Investui, nur ganz kurz runterscrollen, dann sieht man nochmal die vier Strategien. Genau. Also oben, wenn du ein bisschen höher gehst, also oben sind einfach diese vier Strategien nochmal genannt und die sind als Link hinterlegt, weil hier sehr konkret auf Fragen kamen zu diesen einzelnen Strategien. Genau. Und da kann man dann auch nochmal in die Details abtauchen, sich das anschauen, sich mal ansehen, wie die in der Vergangenheit funktioniert haben und was fundamental dahinter sich verbirgt. Ich öffne mal Und ein. ja, gerne. Das ist ja zum Beispiel eine Turnaround-User, da haben wir ja heute auch drüber gesprochen. Und da sehen Sie auch nochmal diesen fundamentalen Basiseffekt, der akademisch belegt worden ist, was für Studien dazu betrieben worden sind, wie die Ergebnisse waren. Ganz unten sehen Sie auch nochmal, ja, die ein oder anderen Zusammenfassungen, aber auch Verlinkungen sowohl zu professionellen Tradern, die diese Studie handeln, aber auch andere Studien. Und ich glaube, wer dazu noch mal mehr wissen wollte, der dürfte sich sicherlich auch an dich wenden. Ja, Einmal gehe ich davon definitiv. Na aus. klar. Ja. Und wenn jemandem jetzt hier die Strategien an sich zu kurz gekommen sind, ist natürlich eingeladen, zu den Investui-Webinaren auch zu kommen. Und da erklären wir auch noch mal diese Strategien. Ja, wir sind am Ende. Ich hoffe, ich konnte damit auch noch mal hier zum Schluss eine Hilfestellung geben, sich mit den Markteffekten zu beschäftigen. Mein großer Dank an dich noch mal, Raimund, dass du uns allen noch mal in diese Welt mitgenommen hast der Markteffekte und auch, dass du so wunderbare Worte auch zu Investui gefunden hast. Vielen Dank. Und ja, also ich denke, jeder muss sich das mal setzen lassen. Ob das nicht tatsächlich für die Dinge, die er beabsichtigt, für die Zukunft tatsächlich als eine Alternative sieht. Ob das mit uns ist, mit Investui oder es selber macht, Sie werden sehen. Letztlich sind es einfache Parameter, aber man muss es halt auch hinkriegen und auch durchhalten von der Konsequenz. Raimund, möchtest du noch zum Abschluss was sagen, mit auf den Weg Ja, geben? ich sage einfach nur, ja, Investui übernehmen Sie. Ich finde es eine großartige Umsetzung einer Geschichte, die seit Jahrzehnten bekannt ist, die Fondsmanager auch immer schon eingesetzt haben, die vielfach beforscht wurde und dass sie so einfach uns als ich sag mal, breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Was will man mehr? Also das ist schon eine mega coole Geschichte. Und ja, wer davon überzeugt ist, dem kann ich es nur ans Herz legen. Ich bin davon überzeugt und es ist einfach etwas, was, ja, es ist ein Helfer. Es ist ein Helfer im finanziellen Alltag. Und ich freue mich, dass so viele dabei waren, auch da, dass ihr alle mitgemacht habt bei den Umfragen. Und ja, bin dafür sehr dankbar. Mehr kann ich nicht wirklich Dem schließe ich ergänzen. mich Ich. an. Genau, dem schließe ich mich an. Ich sage einfach schönes Wochenende, schön, dass Sie dabei waren, schön, dass du dabei warst, Raimund. Und ja, alles Gute von meiner Seite. Machen Sie es gut. Tschüss, bis bald.